كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما was auch
was ist überhaupt Zauberei? Die Arten von Zauber. Wie wird man verzaubert? Wie erkennt man einen verzauberten Menschen? Wie erkennt man einen Zauberer? Und wie löst man den Zauber, wenn man in diesem Unheil gelandet ist? Inshallah, mit diesem Vortrag und die nächsten Vorträge, die über die Zauberei sprechen, möchte ich euch Kraft geben und Vertrauen auf Allah Ta'ala bei euch wecken, dass man sieht, dass alles, was zu Unheil gehört, mit Allahs Wort verschwindet. Und dass derjenige, der nicht fest im Glauben ist, dass er niemals die Schlüssel kriegt, wie er den Zauber löst. Erstmal, ist der Zauber oder die Zauberei wahr? Ist das eine Tatsache? Oder ist das nur Erzählungen und Menschen, Märchen und Fabeln von den früheren? Ist das eine Wahrheit? Darüber werden wir kommen. Aber damit ihr wisst, die Zauberei, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht das Thema von heutzutage nur und nicht das Thema von letztem Jahrhundert und vorletztem Jahrhundert und nicht das Thema von der Zeit von Jesus oder von Moses, sondern viel, viel älter. Über die Geschichte, die wir schon dokumentiert haben, das ist die 5000 Jahre, die sind, sag ich mal, dokumentiert mit Wahrheiten und Lügen und. Über diese Geschichte läuft das. Steinzeit, von Steinzeit erkennt man das. Aber wie wissen wir das? Erstmal, die erste Zivilisation, die bekannt war mit Zauberei, war die Babylonier in Babel, sogenannte Irak jetzt. In Babel haben die Archäologen, das sind diejenigen, die Forscher sind, sie haben vieles gefunden und festgestellt, dass die Menschen früher viele Zauberformeln geschrieben haben, wie man mit den schlechten Geistern spricht, wie man die Geister wegmacht und so. Und sie haben das dokumentiert gefunden. Aber wir Muslime, wir nehmen nicht unsere Beweise von zweifelhaften Erzählungen. Es kann stimmen und es kann nicht stimmen. Was Allah uns erzählt im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Aya, so kam auch zu denen vor ihnen kein Gesandter, ohne dass sie gesagt hätten, dies ist ein Zauberer oder ein Besessener. Allah erzählt uns, das ist Sure 51, Vers 52. Also, Allah sagt zu jedem Gesandten, vor dem Ad und Tamud und alle Lut und Abraham, zu jedem Gesandten, egal wenn wir einen Gesandten senden, was sagen die Leute? Die sagen, er ist ein Zauberer. Er ist ein Zauberer. Damit erkennen wir indirekt, dass Zauberer, das Wort Zauberer, schon von früheren Propheten von Nuh a.s. bis, wo wir nicht wissen, Ibn Hajar al-Asqalani, einer der großen Hadith-Gelehrten, erzählt, die Zauberei war in der Zeit von Nuh. In Akhbaran Allah an Qawmi Nuh, annahum za'amu annahu sahir. Und sie haben auch behauptet, dass Nuh ein Zauberer sei. Harut und Marut, wie wir diese Geschichte erzählt haben oder gelesen haben von dem Koran, die Gelehrten haben keine eindeutige Erläuterung dafür. Sie haben drei Erläuterungen für diese Geschichte. Die erste sagt, Allah subhanahu wa ta'ala
hat die Menschen der Erde erschaffen und hat die Menschen auf der Erde diese Verantwortung gegeben, dass sie Allah dienen. Und dann haben die Engel gesagt, guck mal, was die Menschen tun. Sie stiften Unheil und sie töten und vergießen Blut. Da kamen die Engel und haben gesagt, wenn wir dort wären und in dem Platz von den Menschen, hätten wir kein Unheil gemacht. Ich frage mich, warum kommen die anderen, wenn sie hinten sitzen, warum denn? Liebe Brüder, die da hinten sitzen, liebe Brüder, entweder kommt ihr nach vorne oder braucht ihr nicht, weil alles kommt zu uns an. Bitte kommt alle nach vorne. Wenn ihr wirklich diese Sitzung besucht, dann nicht zerstreut sitzen. Es ist nicht gut. Und wenn ihr redet, das stört uns. Und wenn jemand reden möchte, dann geht er zur Cafeteria. Oben, dann könnt ihr euch unterhalten. Und das stört ein bisschen. Barakallahu fik. Kommt ein bisschen nach vorne. Also, die Engel haben gesagt, wenn wir in der Erde wären, hätten wir besser getan. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln gesagt, wählt mal die besten Engel, die ihr habt. Dann haben sie zwei Engel, einer heißt Harut und einer heißt Marut. Und Allah hat sie gesandt zur Erde und er hat ihnen Menschen Eigenschaften gegeben. Ja? Das heißt, Begierden und Gelüste und Zorn und diesen Dingen. Und dann waren sie auf der Erde und dann sind sie Könige geworden und da haben sie Königreich gehabt. Und auf einmal wurden sie zur Versuchung gebracht. Eine hübsche, schöne Frau kam zu den beiden. Und er sagt, lass mich die Sache mit dir machen, Unheil. Er wollte mit ihr Unheil machen. Dann sagt sie ihm, nein, erst wenn du deinen Gott verleugnest. Die beiden haben gesagt, nie. Kann das geschehen? Das können wir nicht machen. Und dann waren sie wieder beschäftigt und dann kamen die Monate und Zeit und dann kam sie wieder mit einem kleinen Kind im Schoß. Und dann wollten sie wieder das mit ihr machen. Lasse uns mit dir schlafen, wal'iyadu billah. Dann sagt sie, nein, erst wenn ihr dieses Kind tötet. Dann sagt er, nein, niemals werden wir ein Kind töten. Und dann geht sie weg und nach einiger Zeit kommt sie wieder und sie bringt das Berauschende mit. Dann haben sie gesagt, lass uns mit dir schlafen. Dann sagt sie, nein, erst wenn ihr das trinkt. Und das mit dem Trinken war ein bisschen was leichter für sie. Dann haben sie getrunken und dann haben sie mit ihr geschlafen, haben sie das Kind getötet und dann sind sie gefahren geworden. Weil das Berauschende ist der Kopf von allen, von dem ganzen Inhalt. Wenn du berauscht bist, dann hast du alles. Und dann ist das passiert. Aber dann haben sie, die beiden haben bereut, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sie als Versuchung gelassen. Und die Satanen haben von denen das Wissen über Zauberei kennengelernt und sie haben das den Menschen weitergegeben, aber nicht irgendein Mensch. Da kommen wir wieder zu der Sache, wer wird Zauberer? Wal'iyadu billah. Also, was ist überhaupt Zauber? Zauber as-Sihr in der arabischen Sprache. Wenn man Sahar, Yashar, as-Sihr, das ist etwas, was versteckt ist, was verborgen ist. Ma latuf, latufa, wa khafiya sababu. Alles, was versteckt, wo die Grund versteckt wird, heißt Sihr. Und weil die Zauberer immer Sachen machen, die versteckt sind, die wir nicht sehen. Deswegen heißen sie Sahar, Zauber. Auch von der Rede, wenn man spricht, man kann mit seinen Worten zaubern. Der Prophet sagt in dem Hadith, Inna min al-bayani la sihra. Und es gibt von der Redeart auch Zauberei und Zauber. Aber da gibt es zwei Bedeutungen dafür. Die erste Bedeutung, das heißt Zauber vom positiven Sinne. Das heißt, man erstaunt von den Formulierungen, von den Sätzen, wie schön das ist, dass man einfach tief reingeht von der Rede. Dass man einfach froh wird. Aber die andere Bedeutung, dass auch die Rede zaubern kann, wal'iyadu billah. Und deswegen, es gibt auch Leute, die können Menschen nur mit ihrer Rede
Was? Zaubern. Und deswegen kommen wir zu einer Sache. Es gibt zwei Arten von Zauber. Es gibt eine Tatsache, eine Wahrheit, Zauber. Und es gibt einen Zauber, was im Abstrakten, was es nicht gibt. Aber es geschieht was. Dann kommen wir zu dem ersten Vers. Einer, was zu dem Zauber gehört, Betrug. Das, was viele Magie-Leute machen, sie machen Betrug. Sie sind schnell bei der Handlung und ein paar Dinge, die das die Auge nicht sehen kann. Und dann auf einmal geschieht etwas, man wundert sich. Man denkt, man wurde verzaubert. Ja? Das liegt nur an unseren Augen und Sehkapazität, wie wir sehen können. Und das liegt auch daran, was der Zauberer, Magiemann und Frau benutzt. Und es gibt auch einen Zauber, was mit chemischen Dingen benutzt wird. Oder mit ein paar Mitteln benutzt wird. Die Leute kennen nicht die Wirkungen und die Einflüsse von diesen Dingen. Und dann passiert etwas, wo sie denken, das ist was? Ein Zauber. Wie zum Beispiel, wenn ein Zauberer Zucker nimmt, ja, und auf einmal sagt den Leuten, was ist das? Was ist Zucker? Komm hier, nimm davon, und er nimmt und er schmeckt, oh, das ist Zucker, mein Zeugnis. Und dann kommt der andere, alles klar, Zucker. Und auf einmal nimmt er was? Sein Stock, Zauberstock, und alle sehen den Zucker, er macht mit dem Stock nur so. Und dann kommt Feuer, ganz großes Feuer. Und dann sagen Leute, oh, Zauberer, das ist hier nur was Chemisches. Da gibt es sogenannte Potassiumchlorid, der wird mit dem Zucker vermischt. Und das ist auch weiß, diese Potassiumchlorid ist auch weiß und wird vermischt mit dem Zucker, man merkt gar nichts. Und es gibt eine Säure, das ist diese Kybrid, das ist von Schwefelsäure, der wird einfach nur auf den Kopf von dem Stock gemacht. Man merkt es auch nicht, das ist wie Öl. Und man denkt, ach, das ist was, und dann macht er, und dann kommt ein ganz großes Feuer. Und die Leute denken, oder ein Zauberer sagt, ich kann die Toten lebendig machen. Und er bringt eine Taube, wie heißt das, Taube? Eine Taube, und er macht, sie ist tot. Und dann schmeißt er die Taube auf die Leute. Und die Leute und die Frauen beginnen zu weinen, oh, die Ängste, oh, und die ist so tot. Und er macht so, die Taube wackelt und wie ein Zeug. Und dann auf einmal bringt er etwas, so ein Spitzig, und er macht, und dann kommt die Taube und fliegt Richtung Fels. Und dann sagt er, oh, sie war tot. Was ist da? Das ist eine Sache. Er macht, als ob er den Kopf von der Taube dreht und dass er sie tötet. Aber in der Tatsache, was macht er? Er hat in seiner Hand eine ganz besondere, was Betäubungsmittel, der mit einem Reiz gleich entlöst wird. Und dann macht er die Betäubungsmittel, die wird dann wie tot. Und er schmeißt das wie ein Zeug, alle denken, die ist tot. Und dann bringt man her wieder und dann macht er zick und dann fliegt sie. Und er hat Toten was lebendig gemacht. Wenn ich darüber erzähle, das ist nicht unser Thema. Ihr könnt, was ist das? Das ist für mich? Das ist ein Kaugummi. Aber glaube ich. Gut, zu Hause ist nicht mehr was. Also darüber brauchen wir nicht viel zu erzählen. Da gibt es genug Filme darüber. Und das ist nur Quatsch. Es gibt aber auch einen Zauberer, da gibt es bestimmte Menschen, die haben schwache Persönlichkeit. Und manche Leute, sie sind psychisch belastet. Er glaubt alles. Er kommt zu einem Zauberer, der Zauberer, oder was heißt Zauberer? Ein Lügner, ein Betrüger. Das haben wir bei uns auch in Marrakesch, in Jemaa el Fna. Da und da kommen die Leute, na, und dann zeigen sie etwas, was passiert. Sieht das diese Frau? Meistens sind, leider, Frauen. Meistens sind das Frauen, aber es gibt auch Männer, die in diesem Loch landen, so dass man schwach ist und dann kommt und er beginnt ihn zu beeinflussen. Und wenn er psychisch beeinflusst wird,
sagt, das ist so und das ist so, er glaubt ihm. Und er sieht das, als ob das Tatsache ist. Aber ein gesunder Mensch könnte das nicht sehen. Nur er sieht das, weil seine Psyche was? Kaputt ist. Ja? Und es gibt bestimmte Leute, sie haben so eine Seele, eine starke Seele. Sie können anderen beeinflussen. Guckt mal, was nur Zorn in unserem Körper beeinflusst. Wenn man zornig ist, dann wird man warm. Das sind Einflüsse auf den Körper. Warum können diese Einflüsse nicht übertragen werden? Und wir wissen, die Einflüsse von schlechten Blick, darüber haben wir was? Einen extra Vortrag gemacht. Und es gibt auch eine Art von Zauber, damit wird mit Sternen und mit Planetenbewegung was gearbeitet. Man denkt, dass bestimmte Sterne und Planeten, wenn sie miteinander kommen, zueinander kommen in einer bestimmten Jahreszeit, dann sagen sie, es kommt Regen oder es kommt Trockenheit oder. Und dann beginnen die Leute damit zu spekulieren und dann schreiben sie ein paar unverständliche Worte und ein paar Schirksachen, schlechte Worte und damit sagen sie den Leuten, betrügen sie den Leuten mit ein paar Informationen. Da kommt einer, der nicht verheiratet ist, der sagt ihm, ah, du wirst ja, du wirst heiraten in dem Jahr so und so. Da kommt eine Frau aus Norden so und so und sie ist so und so. Und dann er glaubt alles, weil seine Psyche dafür bereit ist. Und es gibt auch einen Zauber, wo der Zauberer Hilfe von den Geistern bekommt. Hilfe von den Geistern, von dem Dschinn. Das ist der bekannte Form von dem Zauber. Diesen Zauber kennen wir von dem Koran und von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben direkte Beweise, die uns beweisen, dass Zauberei im Islam eine Tatsache ist. Es gibt sowas. Die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, es ging über Zauber und dass die Satane die Menschen Zauber gelehrt haben. Also es wird gelernt und gelehrt. Zweitens, dass der Zauber Wirkungen auf Menschen hat, weil Allah gesagt hat, sie lernen, wie sie Zwietracht zwischen den Ehegatten machen. Das heißt, er beeinflusst etwas, aber mit Allahs Erlaubnis. Genauso wie Krankheit und Virus gibt. Virus kann ich auch treffen. Eine bestimmte Krankheit kann ich auch treffen. Genauso wie Zauber. Ja? Und dass die Dschinn mit Menschen auch in Kontakt kommen, weil die Satane die Menschen das beibringen. Also das ist eine Tatsache. Und auch von der Sunna oder im Koran noch, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mehrere Ayat über Musa alayhi salam, wo er gekommen ist. Und der Volk von Moses haben gesagt, er ist ein Zauberer. Dann sagte der Pharao, sammelt alle Zauberer. Und sie sollen seinen Zauber weglöschen. Und dann haben sie alle, dann hat Moses ihnen gesagt, wir machen einen Termin und wir treffen uns in dem Feiertag, am Fest, wo alle Leute auf der Markt sind. Und da machen wir was? Unser Kampf. Meine Sache, die ich von Allah bekommen habe und eure Zauber. Und dann haben sie ihm gesagt, er hat gesagt, wer soll dann erstmal seinen Stock schmeißen oder einwerfen? Dann sagen sie, dann sagt er, ihr. Dann haben sie alle ihre Stocke geworfen und dann sagt Allah im Koran, die Augen der Menschen wurden was? Verzaubert. Auch von Moses. Also Zauber hat Wirkung auf den Menschen. Dann wurden sie verzaubert von den Augen. Allah sagt, yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a. Dann wurde in ihren Augen so, scheint so, als die Stöcke Schlangen, die sich bewegen. Moses hat Angst bekommen. Diese natürliche menschliche Angst. قلنا لا تخف.
Artikel schon lange umgewandelt, aber da ist das richtig. Und dann hat sie alle ihre Stöcke, also ihre Schlangen, geschluckt. Und sie sind verschwunden. تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر وحيد مساء Das, was sie getan haben, das ist nur Zauberei. Und der Zauberer bekommt niemals den Erfolg und den Sieg. Niemals. Niemals kann ein Zauberer den Sieg über einen Mu'min, über einen Gläubigen haben. Das ist in verschiedenen Surah. Also, du findest das in Surah Al-A'raf. Zum Beispiel, du findest, in Surah Al-A'raf ist das mehr betont. Es ist in mehreren Teilen und da findest du die ganze Geschichte. Auch in Surah Hud. Yunus. Yunus. Und Qasas und Taha. Es gibt alle in diesen Suren, findest du die Eier. Also, das sind Beweise, wo es heißt Zauber, es gibt Zauber. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Und hier gibt es wieder einen großen Streit. Er wurde verzaubert. Wo steht denn das? Es steht in Bukhari und Muslim. Eine Überlieferung. Aisha radiallahu anha überliefert. Suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun min Bani Zurayk. Ein Mann hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam verzaubert. Der hieß Labid ibn al-Aqsam. Das ist sein Name. Er war ein Jude. Der Prophet, was war der Zauber? Und die Erscheinungen von dem Zauber des Propheten. Er hat immer so gedacht, dass er eine Sache erledigt hat, aber hat es nicht gemacht. Er hat immer so gedacht, dass er mit seiner Frau geschlafen hat, aber er hat ja das nicht getan. Er hat immer so gedacht, dass er gegessen hat, aber er hat ja nicht gegessen. Also ist eine Sache eine Störung, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte. Und dann auf einmal sagt Aisha, er war bei mir und er begann Allah zu bitten. Und dann sagte er mir, ja Aisha, zwei Männer kamen zu mir. Das sind aber zwei Engel. Ein Mann hat sich im Gesetz neben meinem Kopf und der andere vor meinen Füßen. Und der eine hat zu seinem Freund gesagt, worunter leidet er? Das ist ja im Traum. Worunter leidet der Mann? Dann sagte der eine, Matbub. Das heißt, er ist verzaubert. Qala, wa man tabba. Dann sagte der Freund, und wer hat ihn verzaubert? Qal, der sagte, Lubayd, au Labid ibn al-Aqsam, der Jude. Qal, fi ayyi shay. Und wo hat er den Zauber gemacht? Und was hat er getan? Qal, fi mushqin wa mushaqa. وجف طلع نخلة ذكر. Das heißt, er hat das in seinem Kamm und auch in die Haare, die an dem Kamm hängen von dem Propheten Sassel. Und er hat das in eine Palme begraben, aber einen männlichen Palm. Es gibt weibliche und männliche. Ja? Männlichen Palm. قال وأينه und wo ist der Zauber? Also er hat das mit der Sache von Palmen gemischt. Und dann, wo ist das? Er sagt, in dem Brunnen von Darwa. Es gibt einen Brunnen, der heißt Darwa. Dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten und er hat den Zauber rausgeholt und er hat das beschrieben. Er lag in einem, so wie der Farbe von Hanna, eine rote Flüssigkeit wie Hanna. Und mit ein paar Stücken von den Palmen, die Köpfe wie die Köpfe von den Satan. Und es wurde mit Knoten gemacht, über 13 oder 14 Knoten. Und dazu in allen Seiten wurde was Iber, also Nägel. Nägel wurden reingeschrieben. Schau, ja. Und von dieser Sache hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das genommen und auf einmal bekam er die Offenbarung, zwei Versen von dem Koran und die sind die Rettung. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد زارك ich nehme die Zuflucht beim Herrn des Tages, Anbruchs, vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der Knotten an Bläserinnen, das sind die Zauberinnen, ja, und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er leidet. Und dann die nächste sagt, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, des davon Schleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, vor den Dschinn und vor den Menschen. Ja, damit der Prophet sagt, er macht jede Nadel weg. Und bei jedem Nadel fühlt er sich besser, als ob er gefesselt war und langsam geht das Fesseln weg. Auf einmal wird er immer freier. Am Ende hat er gesagt, ich war so frei, wie ich vorher vor diesem Zauber richtig war. Jetzt kamen die Gelehrten und sie haben so einen Streit miteinander gehabt. Andere haben gesagt, nein! Niemals dürfen wir sagen, dass Muhammad verzaubert war. Wieso sollen wir das sagen? Und Allah sagt uns im Koran, und wir beschützen dich von jedem Feind. Und wir bewahren dich von jedem Feind. Das ist doch ein Widerspruch zum Koran. Und außerdem, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum wurde er verleugnet? Weil es immer gesagt wurde, er ist verzaubert. Und jetzt sagt ihr, er ist verzaubert, als ob ihr das bestätigt, was die Verleugner auch und die Kuffar gesagt haben. Und außerdem, dieser Hadith ist von den Atheisten erfunden. Und er ist gelogen. Und dieser Hadith gibt es nicht und jedes. Und außerdem, das ist gegen die Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann haben die anderen gelernt, und das ist die Mehrheit, und das ist Ahl-Sunnah wa Jama'ah, dann haben sie gesagt, was sagt ihr da? Erstmal, jede Sache, was ihr da behauptet, da geben wir euch eine Antwort. Am Ende haben sie auch dazu gesagt, außerdem, der Hadith ist von Einzelnen überliefert, nicht von großen Scharen zu großen Scharen, damit das die große Gewissheit erreicht. Also von einzelnen Personen wurde das überliefert. Erstmal, da haben sie gesagt, der Hadith ist in der höchsten Stufe der Authentizität. Also, authentischer gibt es nicht. Warum? Weil beide Imams, Bukhari und Muslim, haben beide das authentisch genommen. Und jeder Hadith, was von den beiden Imams authentisch genommen wird, es ist sahih. Zweitens, die Männer der Kette sind alle stark. Wo ist eure Behauptung, dass es gelogen ist und dass es von Atheisten erfunden ist? Er redet nur. Und wirklich, es ist nur Gerede. Kein einziger, und das ist Ibn Hajar al-Asqalani, der die Kette studiert hat, kein einziger Gelehrter von den Hadith-Gelehrten, der hat über einen einzigen Mann der Kette gesprochen. Alle sind stark. Ha? Und drittens, wenn wir sagen, Muhammad s.a.w. ist verzaubert, wir widersprechen nicht dem Koran. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi ist wie alle anderen Propheten, sie sind Menschen. Und sie können das bekommen, was die Menschen auch bekommen. Krankheit, Vergesslichkeit, aber auch Zauber. Aber auch Zauber. Und Zauber, es gibt ja mehrere Arten von den Zauber. Wir kommen auch zu den Arten. Und deswegen, was wir wissen, was nicht die Scharia widerspricht, dass er niemals, dass der Zauber niemals die Botschaft beeinflusst. Das heißt, Koran weiterzuleiten und die Sunna weiterzugeben, da wird der Zauber niemals und kann niemals wirken. Außerdem, Muhammad s.a.w. wurde in einer kurzen Zeit, in ein paar gezählten Tagen, verzaubert. Damit Allah die Menschlichkeit Muhammads uns zeigt, nicht, dass wir wie die Christen machen und dass wir Muhammad eine höhere Stellung, sallallahu alaihi wasallam, wie Gott oder Sohn Gottes oder ähnliches. Und das zeigt die Menschlichkeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Drittens, sie sagen, wir nehmen nicht die Ahaditen von den Einzelnen.
das ist wieder gefährlich. Wer sagt euch das? Unsere Aqida. Und wir haben das von Einzelnen auch bekommen. Als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Jabal zu Jemen geschickt hat, er hat ihnen gesagt, lehre ihnen, dass Allah der Schöpfer ist und dass La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und Salat und Siyam, er ist ein Einzelner. Und er soll allen Leuten das geben und sie sollen ihm alle glauben. Ist das nicht eine Weiterleitung von einem Einzelnen? Deswegen derjenige, der sowas sagt, es ist abzulehnen von Jumhur ulama, von der Mehrheit der Gelehrten. Und von daher ist ihre Vermutung zurückzuweisen und das ist schwach. Der Prophet wurde verzaubert, damit Allah uns die Menschlichkeit von ihm zeigt und damit er uns auch die Heilung gibt. Dadurch haben wir auch die Heilung, wir Menschen. Und damit Allah subhanahu wa ta'ala, und damit werden wir nicht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam runterstufen von seiner Stellung. Nein, er war auch krank. Er war auch krank. Und jetzt kommen wir zu den Arten von den Zaubern. Es gibt viele Arten. Eine der berühmtesten Arten von den Zaubern ist der Sihr al-Tafriq. Das ist die Zauberei oder der Zauber, womit man Zwietracht zwischen Leuten macht. Zwischen Vater und Sohn. Zwischen Bruder und Bruder. Schwester und Schwester. Zwischen Verwandten. Zwischen Mann und Ehefrau. Zwischen Freunden untereinander. Von den neidigen Leuten. Und auch zwischen vielleicht dem Arbeitsgeber und Arbeitnehmer. Und es gibt so viele Leute, die in solchen Löchern gelandet sind, dass sie zu den Zauberern gehen. Damit verbreiten sie Zwietracht unter den Menschen und dadurch bekommen sie die größte Sünde, was es gibt. Allah sagt im Koran: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Diejenigen, die Zwietracht unter den gläubigen Männern und gläubigen Frauen verbreiten, sie tragen über ihre Schulter ein gewaltiges Unrecht, gewaltige Sünde. Und sie sind verflucht und sie haben, eine gewaltige Strafe in diesseits und im Jenseits. Sihr al-Tafriq. Und dann kommen wir, es gibt Sihr al-Mahabba, sogenannte Zauber für die Liebe. Da kommt einer, wal'iyadu billah, er geht zu einem schmutzigen Zauberer, er sagt ihm, mach mir den Zauber gegen meinen Arbeitsgeber, dass er mich liebt. Wal'iyadu billah, da kommen nur die Satane in diese Sache rein und dann machen sie Unheil. Oder eine Frau, sie möchte unbedingt einen Mann heiraten. Und sie geht, statt dass sie Allah subhanahu wa ta'ala bittet, und das statt dass sie Allah fürchtet, sie geht zu einem Zauberer, und sie sagt ihm, ich möchte diesen Mann heiraten, mach mir bitte einen Zauber da. Und dann sagt er, ihr gebt mir das und mach und mach. Und dann, wal'iyadu billah, geschieht Unheil. Oder, wal'iyadu billah, unter den Verwandten. Oder unter allgemein unter den Leuten. Es gibt auch eine Art von Zauber. Das ist bei den Ehegatten, wenn sie gerade heiraten, dann werden beide oder einer von den beiden verzaubert, dass er impotent wird. Das heißt, oder sie. Vorher war alles ganz normal. Auf einmal, wenn sie heiraten, dann geschieht nichts. Weder sie noch er können das Geschlechtsverkehr miteinander machen und sie schaffen es nicht. Und das ist sogenannte Sihr al-Rabt. Sie werden, wie gefesselt. Von ihren Geschlechtteilen. Sie werden so gefesselt, dass sie diese Potenz nicht haben können. Sihr al-Takhyil. Sihr al-Takhyil. Das ist der Zauber, dass man falsche Gedanken oder nicht richtige Gedanken hat. Man sagt, ich habe gerade was gehört, aber ich habe nichts gehört. Und ich habe das gesehen, aber er hat nichts gesehen.
Und es gibt Sihrul Junun, Zauber, der verrückt macht. Das heißt, man redet mit dem Fernseher, man redet mit dem Stein, man redet mit dem Baum und sagt, sie redet mit mir, ich höre das. Oder er sagt, ich höre das, ich sehe das, da. Das ist wieder Junun, weil sie zerstören diesen Mensch. Dass er einfach total kaputt geht. Und es gibt Sihrul Khumul. Sihrul Khumul. Zauber, dass man, wal'iyadu billah, inaktiv wird. Dass man, wal'iyadu billah, faul. Sihr der Faulheit. Man kann das nicht erreichen, was man vor der Zauber, von dem Zauber erreicht hat. Wenn er aufsteht, total, als ob er Berge auf sich trägt. Wenn er am Tag ist, er kann nichts mehr unternehmen. Er kann keine Arbeit machen. Und das Zeichen dafür, dass das auf einmal kommt, 180 Grad, ohne Grund, ohne nichts. Der Mann war normal, auf einmal tick mit einem Klick, dann ist der Mann ganz anders oder die Frau ganz anders, total faul. Er kann nichts mehr. Sihrul Marad, Sihrul Marad, das ist der Zauber zum Krankmachen. Entweder ein Organ von den Organen, wie zum Beispiel eine Frau beneidet eine Frau, die geht zu der Zauberer, zu der Zauberin und sagt, diese Frau, ich möchte, dass du sie verzauberst mit Krankheit. Dann schickt er auch Satane und die Satane, die mischen sich ja im Blut des Menschen, wie der Prophet sagt, sie gehen in den Adern rein, wie der Blut in Ader fließt. Und dann können sie mit ihrem Wissen vielen Dingen machen im Körper, dass die andere Frau anfängt, dass ihre Haare am Anfang sie kämmt und dann guckt sie, oh, ich habe Haare auf dem Kamm. Niemals hatte sie sowas. Und dann die erste Woche, die zweite Woche kommt viel Haar, wenn sie sich wäscht. Und dann zweite Woche, dritte Woche, vierte, nach einem Monat, zwei Monaten, dann hat sie eine Glatze. Sodass sie nicht mehr. Dann ist sie kaputt. Kaputt. Und diese Glatze, was sie jetzt dann bekommen hat, das beeinflusst sie was? Psychisch. Und dann kommen die nächsten Krankheiten und dann geht sie tief. Im Loch total zerstört. Bis sie am Ende mit sich selber spricht und verrückt wird. Ja? Also totale Zerstörung. Deswegen war immer die Strafe für einen Zauberer die gewaltigste Strafe, die es gibt. Bis zu den letzten Jahrhunderten, vor 18. Jahrhundert, war in Europa die schlimmste Strafe, die es gibt. Schlimmer als in Arabien und unter den Muslimen. Bis zum 17. Jahrhundert. Die Zauberer wurden in Europa so richtig bekämpft. Stellt euch mal vor, was die Strafe von einem Zauberer in Spanien war. Sie nehmen den Zauberer, sie fesseln ihn von den Füßen, und von den Händen. Und dann wählen sie vier starke Pferde. Und jedes Pferd ist von einem starken Seil, der mit seinen Händen oder mit seinem Fuß verbunden ist. Und in allen Richtungen, also Nordost, Nordwest, Südost, Südwest. Und auf einmal alle müssen mit der höchsten Kraft weg, also rennen, sodass die Teile total voneinander weg. Das war die Strafe von einem Zauberer in Spanien. Sie wurden verbrannt in Öl, heißem Öl, vor allen Menschen, in heißem Öl. Scheiterhaufen. Ja, und sie wurden auch in Ofen reingeworfen. In Ofen, dass sie total verbrannt werden, lebendig. Und sie wurden gekreuzigt. Also, weil die Leute in der Zeit mitgekriegt haben, dass das ein großes Unheil macht. Und diese große Unheil kann man nicht verzeihen, so nach ihrem Gedanken. Guckt mal, es war ein Mann, der bekannt war, der heißt Der Reis. Das war in Frankreich, glaube ich. Murafiq, also Jeanne d'Arc. Das ist ein Freund von Jeanne d'Arc. Und dieser Jeanne d'Arc war der Marischal von Frankreich. Guckt mal, was dieser Der Reis gemacht hat. Der Mann war ein tugendhafter Mensch, frommer Mensch,
Und hatte nur die besten Werke gehabt und gar Charaktereigenschaften und war damit bekannt. Aber nachdem Jeanne d'Arc der Marischal Frankreichs gestorben ist, der Reis hat geschrieben, er hat sich den Satanen geopfert. So hat er geschrieben. Ich gehöre mir nichts mehr. Ich gehöre den Satanen. Und das ist, wir kommen auch dazu, dass eine Bedingung, dass ein Mensch Zauberer wird. Die erste, du gehörst nicht mehr Gott oder dir selbst, du gehörst uns. Du gehörst uns, Walid. Er schrieb, ich gehöre jetzt dem Satan. Und dann hat er sich mit einer Gruppe zusammengeschlossen, die nur schlimme Verbrechen getan haben. Und besonders gegen Kinder. In 7 Jahren verschwanden Tausende von Kindern. Die wurden alle für diesen Zweck geschlachtet, wal'iyadu billah, für die Satan, damit sie diese Stufe erreichen. Als er dann, als sie ihn fanden, dann haben sie ihn verbrannt und dann wurden alle Namen von den Kindern in einem Buch geschrieben, was bis jetzt zu finden ist. Also es war ganz schlimme Sache. Und deswegen im Koran und in der Sunna, derjenige, der Zauber lernt oder legt, ist Kafir, Kafir, Kafir. Der Zauber lernt, es gibt ein paar Gelehrten, die sagen, wir müssen zwischen zwei Arten von Zauber was unterscheiden. Wie Al-Imam Al-Shafi'i. Er sagt, إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك. Wenn er Zauber lernt, dann sagen wir, beschreibe uns deinen Zauber. Was ist da drin? فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وأن تفعل ما يطلب فهو كافر. Wenn er uns erzählt, Sachen, die Kufr und Unglauben enthalten, wie zum Beispiel Hilfe von den Satanen oder von den Planeten wie Babel, Leute, dann sagen wir, er ist Kafir. Und wenn er daran glaubt, dass das erlaubt ist, das zu lernen, dann ist er Kafir. Und wenn nicht, dann nicht. Also, es gibt Gelehrte, die sagen, wenn der Zauber nichts Schlechtes enthält, dann ist er nicht Kafir. Aber diese Meinung ist auch wieder abzulehnen. Das war die Meinung von Imam al-Razi. Es ist abzulehnen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran so gesagt hat, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Sie lernen, was ihnen schadet und nicht nützt. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala verflucht auch die Zauberer, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ. Der Zauber macht, er ist Muschel, ein Beigeseller. Also da gibt es nichts zu diskutieren. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا مُكِلَ إِلَيْهِ. Der etwas hängt und er denkt, das hilft ihm. Allah lässt ihn mit dieser Sache. Das heißt, Allah hilft ihm nicht mehr. وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ. Derjenige, der Knoten reinmacht und er pustet darauf mit Tarasim, mit ein paar Worte, die die Satanen lehren, dann ist er, wal'iyadu billah, hat er Sihr gemacht. Und deswegen, das Sihr auch laut Scharia, laut islamischer Scharia, wie alle Jumhur al-Ulama sagen, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, und hier die zwei Überlieferungen von Imam Shafi'i, und alle Gelehrten, und von unserer Zeit auch wie Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, der Zauberer wird nach Scharia hingerichtet. Ob jetzt die anderen, ob es den anderen jetzt gefällt oder nicht, sollen wir nicht über Scharia sprechen? Wir sprechen das, was Scharia sagt. Er muss hingerichtet werden. Das sagen alle Gelehrte des Islams. Er muss hingerichtet werden. Und wenn er bereuen möchte, was ist? Die Mehrheit der Gelehrten sagen, von uns, wir Menschen, wir nehmen nicht seine Reue. Er wird nach Scharia-Gesetz hingerichtet und danach er mit Allah kann ihm Erbarmen geben oder nicht. Das ist dann eine Sache von Allah. Aber Gesetz, dieses Unheil, dieses Schmutz geht weg.
ist. Also das ist der Urteil von einem Zauberer. Strikt, hart, streng. Egal wie man das nennt, es ist so. Und wir Muslime, wir ändern nie die Gesetze Allahs. Auch wenn es gegen unsere Interesse und persönlichen und Geld und so. Nie. Gesetz ist Gesetz. Ha? Und deswegen, weil der Zauber, wal-iyadu billah, großes Unheil in der Gesellschaft verbreitet. Unter Familien, unter Freunden, unter Ehepartner, überall Unheil. Und die Einflüsse, wal-iyadu billah, davon sind gewaltig und schlecht. Erstmal, wisst ihr, was ein Zauberer ist, damit man sieht, über welchen Menschen wir sprechen? Damit ein Zauberer wird. Er muss viele Bedingungen erfüllen. Erstmal, er verkauft sein Leben zu wem? Zu dem Satan. Er verkauft sich zu dem Satan. Er gehört zu dem Satan. Zweitens, dass er Allah verleugnet und dass er Allah beschimpft und dass er sich über Allah lustig macht. Zum Beispiel, wie die Ulama uns berichtet haben, sie fordern von demjenigen, bis du diese Stufe erreichst, und das kann Monate dauern, und sie beobachten ihn. Sie beobachten ihn, sie geben ihm die Bedingungen in einer Weise, oder das wird ja von Zauberern gelesen, sie haben ihre Bücher, ihre Art, sie wissen diese Bedingungen, sie kennen sie. Und dann, er wird Kafir. Er muss Koran mit, wal-iyadu billah, was ist Ra'id, wie nennt man das? Mit dem, was? Mit dem Code, aber von den Menschen. Wenn man, wal-iyadu billah, ins Klo geht, dann nimmt man das, wal-iyadu, er nimmt das und er schreibt damit Gottes Worte. Wenn man in die Toilette geht, ja, dann entweder macht man groß oder klein. Das große, große Geschäft, er nimmt davon und er schreibt damit die Worte Allahs. Das ist eine Bedingung. Oder er nimmt das Buch Allahs und er uriniert darauf. Oder er schreibt das Wort Allahs mit Blut. Und auch sie fordern von ihm, er soll schlachten für sie, nicht für Allah. Sie geben ihm Namen, der Name so und so und so, es gibt bestimmte Namen unter den Dschinn, die sind bekannt. Und dann sagt, für den schlachte ich, für den schlachte ich. Alle Arten von Gottesdienst werden zu einem Satan gegeben. Yatruku Salah, der verrichtet nicht mehr das Gebet. Ein Zauberer verrichtet nicht mehr das Gebet. Deswegen sehen wir ihn nicht in der Moschee. In Marokko, es gibt ein paar, leider, es ist jetzt, die islamischen Länder sind ja in mehreren Stufen. Gibt es manche, sie haben 70% erreicht, 100% gibt es erstmal nicht. 70%, 80%, 60%, manche sind in 10% und 20%. Ja, es gibt Zauberer, die sind bekannt, da ist das Haus von Zauberer, gehen. Die sind bekannt. Diese Zauberer oder Zauberinnen, die werden niemals in der Moschee gesehen. Also eine Bedingung, er berührt nicht die Moschee. Ali, dass er im Klo reingeht, also in die Toilette, und er soll dort beten. Wenn er beten soll, dann betet er dort. Oder, wal-iyadu billah, dass der soll 40 Tage ohne Wasser bleiben. Er darf sich nicht duschen, nicht seine Hände waschen, nicht seine nichts. 40 Tage und bei manchen Monaten. Er muss ekelhaft sein. Deswegen, er muss dich wieder von seiner Menschlichkeit wegentfernen. Und das, was die Menschen eigentlich als normal haben, dass er unnormal wird und dass er dem Satan nähert mit ihrem Schmutz und ekelhaften Geruch und alles, was dazu gehört. Und dann erst, und noch nicht, sie beobachten ihn weiter, er muss zu den Müllplätzen gehen, oft. Und dort beten und dort aufhalten für lange Zeit, manchmal Nächte und Tage. Dass er Zauberer wird. Und wir haben einen Film von einem Jemeniten,
den hast du mir einmal geschickt. Ich habe ihn gehört über eine Stunde. Dieser Mann war ein Zauberer in Jemen und er hat erzählt über die Geheimnisse, was er alles tun sollte damals, bis er vielen Dingen gemacht hat. Er war bekannt mit vielen, vielen Dingen. Das ist nicht die Zeit, dass ich euch darüber erzähle. Und er muss sein Janaba-Zustand, das ist dieser Unreinheitszustand, in seiner Kleidung lange Zeit bleiben. Bleib mit deinem unreinen Zustand, so. Ohne dass er sich tut. Und auch, dass er zu einem ganz dunklen Ort geht und er soll da lange Zeit aufhalten und das soll er, wenn er der Führer von der Dschinn-Gruppe kommt und er macht mit ihm Geschlechtsverkehr bei ihm. Oder, dass er ihm erlaubt, dass er Geschlechtsverkehr mit seiner Frau macht oder mit seiner Tochter. Und nicht nur. Sie gehen noch weiter, dass dieser Zauberer, bevor er diese Stufe erreicht, er macht Geschlechtsverkehr mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn. Bis zu diesem ekelhaften Niveau. Damit ihr seht, was ein Zauberer erstmal ist, wie ekelhaft und wie schlimm ein Zauberer ist. Und, wie wir auch gesagt haben, er schreibt auch Koran und so, und er entfernt sich von den Leuten. Er schließt sich von der Gemeinschaft auf. Und er muss auch morgens und abends ein Gebet verrichten. Welches Gebet? Zu wem? Zu Iblis. Zu dem Vater der Satane, der irgendwo auf einem Meer seinen Thron hat und er sitzt darauf. Irgendwo auf der Planet, auf dieser Erde. Er sitzt da. Und er hat viele Soldaten, die er schickt. Alle Satane. Beim Morgen, beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kommt der Satan, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns überliefert. Und er macht seine beiden Hörner vor der Sonne. Also, die Sonne geht auf, er steht oder er sitzt vor dem Thron und alle Satane werfen sich nieder und beugen sich für ihn. Wer macht mit? Der Zauberer macht auch mit. Und er lobpreist ihn. Wal'iyadu billah. Und er dient ihm und er ruft ihn. Und er sagt ihm, ich bin dein Diener. Wal'iyadu billah. Und deswegen, liebe Brüder, diese schlimmen Dinge ermöglichen ihm, wal'iyadu billah, nachdem er nicht mehr Mensch ist. Er genießt nicht mehr seine Menschlichkeit. Nichts mehr. Er ist kein Mensch mehr. Warum? Damit er außergewöhnlichen Dingen den Leuten zeigt. Mehr nicht. Allahu Akbar. Was für ein Verlust in diesseits und im Jenseits. So was sehen wir Zauberer verbreitet. In islamischen, in arabischen Ländern, sowie in asiatischen Ländern, die nicht islamisch sind, sowie auch in Europa. Und denkt nicht, dass das in Europa nicht der Fall ist, weil es eine zwischen Klammer zivilisierte Welt ist. Oder zwischen Klammer eine rationale Welt ist. Und weil zwischen Klammer, weil sie an nichts glauben. Wallahi, es ist hier so verbreitet, wie es nirgendwo auf der Erde ist. Und es gibt Statistiken. In Frankreich und in Spanien und in Deutschland, was durch Zauberei von Milliarden Euro Umsatz gemacht wird. Die Zauberei ist eine Tatsache auch unter denjenigen, die nicht an solchen Dingen glauben, die nicht zu sehen sind. Sie landen da und da sind sie sprachlos und da sagen sie, ja, sie unterwerfen sich. Deswegen gibt es ein paar Sachen unter den Psychologie-Leuten. Sie kennen nicht diese Krankheiten und sie können das auch nicht erklären. Ja, sie können, es ist nicht zu erklären. Und es bleibt diesen Leuten nur, dass sie zu den Zauberern gehen. Aber der Zauberer, liebe Brüder, wenn er und er diese schlimmen Bedingungen erfüllt, dann schickt der Satan ihm eine Gruppe. Eine Gruppe von wem? Eine Gruppe von kleinen Satanen, aber mit einem Kopf. Wie Minister oder ein General, ein Kolonel. Also er hat eine Stufe, eine Macht. Er geht mit einer Gruppe. Man
Manche haben 37 Mann, manche haben 100, manche haben 1000 Soldaten, manche haben 2. Er macht Umsatz mit 2 Leuten. Ja? Macht Umsatz. Und diese Satan, wenn sie sehen, er erfüllt alle diese Bedingungen, jeden Tag und so, dann schreibt er immer was, Aufträge zu dem und dann gehen sie, ihre Unheil tun. Dann kommen wir, wie, warum das überhaupt in dieser Erde verbreitet ist. Erstmal Al-Jahl, die Unwissenheit der Leute. Die Leute sind unwissend. Die Leute, gleich wenn sie schwach sind, gleich wollen sie nur, die denken, das Leichtere zu erreichen. Das ist die Unwissenheit, die das macht. Und dass man sich entfernt vom Koran und von der Sunna des Propheten sallallahu. Die Leute, die zu den Zauberern gehen, sie sind schwach im Glauben und sie vertrauen nicht auf Allah. Deswegen gehen sie zu den Zauberern. Das heißt, die Religion spielt bei ihnen keine Rolle. Auch wenn er Muslim ist. Wenn es um seine eigene Interesse geht, dann geht er zu den Zauberern. Die Liebe zu dieser Welt, zum Geld, bringt die Leute, dass die das Jenseits vergessen und dass sie dafür keine Acht geben. Und warum ist das auch verbreitet? Weil die Scharia-Gesetz auf dem Zauberer leider nicht praktiziert wird. Deswegen haben die Zauberer was? Schöne Umfeld, wo sie ihre Arbeit gut und ruhig leisten. Sogar sie haben jetzt Kanäle und Satellitensender bekommen. Und sie haben jetzt eine Steuernummer bekommen. Und stellt euch mal vor, deswegen wird das immer weiter und weiter verbreitet. Möge Allah uns dafür schützen. Aber auch, wenn man seine Religion und die Gebote Allahs vernachlässigt, wie Gebet und Allah zu erwähnen und dann nach den Geboten Allahs zu leben und geschützt zu sein, dann passiert auch sowas. Auch es gibt so viel Schirk, was gemacht wird in den Gräberanbetungen, die Gräberanbetung und die Wala'iyadu'l-Abayn-Sha'bi'idin und Betrüger und Al-Bida'a, die Neuerungen, die überall verbreitet sind und diese Erneuerungsträger von den sowjetischen Gruppen, nicht alle, die sowjetischen Gruppen, die Wala'iyadu'l-Abayn mit Neuerungen und nur mit Gräber und Scheichs zu verehren. Sie verbreiten sowas unter den Menschen, dann sind die Menschen schwach in ihrer Religion, sodass sie hingehen. Und ihre Akida auch. Wenn die Akida, die Doktrin, nicht stimmt, dann passiert sowas. Wie erkennt man einer, der verzaubert ist? Es gibt bei einem Verzauberer, nicht jeder, der kommt und sagt, oh, ich fühle mich so und so und so, dann sagst du, er ist verzaubert. Nein, Leute, es ist nicht. Nicht jeder, der etwas leidet, der sagt, es ist verzaubert. Nein, erstmal, er muss bei den Ärzten Untersuchungen machen, ob das rein biologisch zu erklären ist. Vielleicht der Mann hat Virus, vielleicht hat der Mann ein Problem in seiner Gesundheit. Vielleicht hat er auch psychische Belastungen durch Haschischrauch. Haschisch, Haschisch, ja, sagt sie nicht. Und durch diese Kokain oder durch Probleme in der Familie, dann erscheinen viele Sachen, die wie Zauber erscheinen. Aber es ist nicht Zauber. Und deswegen wollen wir mal ein paar Sachen erwähnen, wie man das erkennt, dass einer verzaubert ist. Eins, wir sehen bei dem Verzauberten, dass er solche Anfälle bekommt, wie ein Besessener. Es gibt sowas, dass er fällt und er beginnt, wie ein Besessener zu machen. Er schlägt hier und da und so. Und diese Anfälle, es gibt zwei Arten. Es gibt was durch Lachen verursacht wird und was durch Satan verursacht wird. Wie ich euch gesagt habe, zweitens, eine starke, deutliche Änderung
zu Hass. Es gibt nicht Mittel. Von Liebe zu Hass. Von tugendhaften Diener zum großen, schlimmsten Sünder. Also 180 Grad drehen. Zu. Von einem netten Verhalten, guten Verhalten, Charaktereigenschaften zu schlimmsten Menschen. Von ruhig zu total zornig und gewalttätig. Eine Änderung, die stattfindet wie ein Schalterklick. Plack. Von heute auf morgen. Der Mann war sein ganzes Leben so und auf einmal ist er so. Das ist auch ein Zeichen. Oder von Fröhlichkeit, er war immer froh, zu der Traurigkeit. Er ist immer traurig, traurig, traurig. Und das ist nur von den Satan verursacht. Al-Mas'hur, der verzaubert ist, der ist immer gleich zornig. Das ist eine Sache. Sehr zornig. Er wird gleich zornig. Und gleich reagiert er schlecht. Er hat keine Bremse. Immer. Es ist oft bei ihm zu bemerken. Immer zornig. Zornig. Ein Zeichen, dass er verzaubert ist. Jetzt nicht jedes Zeichen. Wenn du ein Zeichen bei jemandem findest, dann sagst du ihm, nein, du bist verzaubert. Nein. Diese Zeichen müssen miteinander oder großen Teil zusammen sein. Nicht einer, der ist immer zornig, zornig, dann sagt man, er ist so. Nein. Die müssen miteinander zusammen sein, sodass man sagt, er ist verzaubert. Eine andere Sache. Wenn man ihn beliest, dann wird er krank und es geht ihm schlecht. Auch wenn man ihn beliest, der Verzauberte, und das haben wir durch praktische Erfahrung gehabt, von guten, tugendhaften Leuten, oder sag ich mal, von guten Leuten, die uns kennen und uns lieben, und du beliest ihn, auf einmal sagt er, ich will was ganz Schlimmes zu dir sagen. Auf einmal, ich hasse dich. Ich will dich schlagen. Auf einmal will er oder er will sogar spucken, auf dich spucken. Auf einmal ist eine Frau, die eigentlich sehr tugendhaft ist und ist gut und so, auf einmal sagt sie, es kommt etwas in meinen Kopf, ich muss mich total ausziehen, nackt. Ich muss etwas Schlimmes machen. Ich muss diese Dinge. Oder ich muss irgendwas machen, lachen. Er ist normal, du kennst ihn, er ist normal. Und du benennst ihn, er ist normal. Auf einmal beginnt er, ha, 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 oder er macht irgendwas. Das sind ein paar Zeichen, aber wieder alle zusammen, nicht trennen. Und es gibt Schmerzen und immer diese Schmerzen, die sind oft da, im Bauch. Bei den Frauen, in den Gebären der Mutter oder auch im Magen, bei den Frauen und Männern. Diese Schmerzen, die sind immer oft da und sie sind nicht zu erklären. Auch wenn man zum Arzt geht. Auch ein paar Schmerzen, die hier in den Rücken hinten, aber im unteren Teil vom Rücken immer da sind. Diese Schmerzen, wenn sie immer dort sind, mit diesen Zusammenhängen alle, das sind alle Zeichen, dass er verzaubert. Auch wenn man den Verzauberten sieht, also wenn man praktische Erfahrungen hat, in seinen Augen ist ein besonderer Glanz, was man nicht bei den normalen Menschen zu finden ist. Ein besonderer Glanz. Und nicht nur, er kann den Raki gar nicht in Auge sehen. Den Raki, das ist derjenige, der beliest. Er kann ihn nicht in Auge sehen. Niemals. Niemals. Er guckt daneben. Oben oder unten. Er kann ihn nicht sehen. Das ist auch ein Zeichen, dass er, auch verzaubert ist. Auch dieses Geruch. Von dem Verzauberten kommt immer ein schlechtes Geruch. Von Mund oder auch von den Haaren oder von seiner Haut. Auch wenn er seine Haare mit Shampoo wäscht, gleich nach ein paar Stunden kommt dieses Geruch von seinem Haut. Es ist oft, es ist zu bemerken, das ist auch ein Zeichen, dass er verzaubert ist. Auch es gibt ein paar, wenn er die Ayat und ganz besonders die Versen, wo über Zauber erzählt wird, du beliest ihn, er ist eigentlich normal, aber wenn man mit den Ayat und Versen, wo über Zauber gesprochen wird, dann wird er unruhig. Dann wird er unruhig und er beginnt ein paar Reaktionen zu zeigen.
zu weinen. Auch ein Zeichen von dem Verzauberten, wenn man ihn beliest, gleich geht er ins Schlaf. Er schläft. Er schläft schnell. Er schläft. Das ist auch ein Zeichen, dass er verzaubert ist. Auch man merkt, wie eine Kugel im Innen, also um den Darmbereich, das sich bewegt. Der Verzauberte merkt das. Besonders wenn er was gegessen hat und getrunken hat. Wir werden auch die Arten von Zauber nennen. Also, es bewegt sich überall wie ein kleiner Kugel. Auch von den Zeichen von Zauber. Bei besessenen Leuten, gleich wenn du ihn beliest, der Dschinn kann kommen und er spricht mit dir. Aber der Mann, er spricht ja, er ist bewusstlos, aber er spricht. Er spricht mit seiner Zunge, mit seiner Stimme, er spricht. Er sagt dir, ich bin so und so. Ich habe ihn besessen, weil er meine Tochter einmal, sag ich mal, mit heißem Wasser berührt hat. Und deswegen mache ich meine Rache oder irgendwas, was geschieht. Bei Besessenen kommt gleich dieser Fall. Aber bei dem Verzauberten kommt das nicht schnell. Nicht schnell, weil das Besessen ist das nicht ein richtiges Besessen, sondern der Satan ist dafür da, nur ein paar Aufträge zu erledigen. Er ist nicht mit ihm immer drin. Deswegen wird er nicht schnell bewusstlos werden, dass der Dschinn spricht. Auch er beginnt Krämpfe zu bekommen, wenn man ihn beliest. Entweder in den Gelenken oder er beginnt, dass seine Beine, dass es wie, wie sagt das, Tetanembe? Es wie betäubt, ja genau, die wird betäubt. Ja? Wir sagen, arabische Sprache kommt von Nemen, von Ameisen. Warum Ameisen? Als ob die Ameisen darauf laufen. So, Tetanembe. Und das ist ein Zeichen dafür. Und eine andere Sache. Vielleicht geschieht, dass er lacht. Ohne Grund. Und das Lachen ist ein Weinen bei dem Satan. Das müsst ihr wissen. Ich bin sicher, dass die Schwestern mich bombardieren. Weil das ist für sie ein interessantes Thema. 10 Minuten. Dann mache ich mal erstmal das zu Ende hier. Ja, manchmal bekommt man auch Schmerzen im Bauch, weil das gegessen wird. Der Zauber ist gegessen. Und Leute, eine der schlimmsten Zauberarten ist das Gegessene und das Getrunkene. Zauber, es gibt auch Art von Zauber, es gibt bestimmte Pflanzenzusammensetzung, die nur die Satane kennen. Nur die Satane kennen diese Zusammensetzung von bestimmten Pflanzen und mit bestimmten Schirksachen zusammengemischt. Und sie werden im Kuchen oder im Essen gegeben oder im Trinken, sodass man das trinkt oder das isst. Und dann geht das in den Magen und das hängt an den Magen und wird nie von Säuren, von Magen was verdaut. Bleibt. Und solange das hängen bleibt, solange hat der Satan einen Zugang zu dem Körper, dass er seinen Auftrag erledigt. Und deswegen hat man immer diese Stärke, diese Schmerzen drinnen. Auch diese Gase, was man im Körper hat, also man fühlt, dass er Blähungen, ja, das sind diese Blähungen, das fühlt man auch oft bei einem Verzauberten. Auch wenn man ihn beliest und man macht seine Hand auf ihn, dann hört man sogar, so, dieser nennt das Al-Qaqa, das ist wie eine starke Blähung, was Laute macht. Ha? Blubbern. Also, dann hört man das und dass das auch zu merken ist. Auch eine andere Sache, er fühlt eine Hitze bei sich drin, heiß, dass er das nicht ertragen kann. Auch dieses schlechte Geruch, was rauskommt, ist auch ein Beweis. Er will nicht essen.
Und besonders die Frauen, wenn sie ihre Menstruationszeit haben, sie haben ganz starke, übertrieben starke Schmerzen. Er kann auch nicht so gut sehen. Das ist auch ein Zeichen dafür. Und vielleicht sieht er vor seinen Augen wie Pfade, die zusammen sind. Und auch wenn er seine Augen zumacht oder aufmacht, sieht er wie Faden, die sich zusammen schließen. Das ist auch ein Zeichen dafür. Das ist alles praktische Erfahrungen. Sie haben diese Ergebnisse gegeben. Ja, es kann zu 90% stimmen, es kann zu 80%, Allahu a'lam. Also das sind praktische Erfahrungen von den Leuten und dann haben sie das gegeben. Auch Al-Mas'ud. Das ist auch, das merkt man auch, wenn man praktische Erfahrungen hat. Deswegen wechselt man die Handberührung mit dem Verzauberten. In bestimmten Teilen vom Körper hat er besondere Schmerzen. Manchmal haben wir den Fall, du machst so und so und so und so und so und so und so. Und dann kommst du zu einem Teil, ah! Und das ist vielleicht dieser Teil, sag ich mal. Hier, dieser Gelenk. Und dann auf einmal macht man nur so. Und dann beginnt er zu schreien, als ob du ihn mit Messer schlägst. Und du machst nur so. Nur so. Und das ist vielleicht wie ein Ort des Satans drin. So, so. Manchmal ist das hier, also in dem Nacken. Es ist ein, oder in den Fingern, oder in den Zehen, oder, also jedes Mal ist das, oder Gelenken, oder Schulter, also du machst überall so und so und so, so alles normal, auf einmal macht er so. Dann gehst du zu dieses Ort, der das liest, er beginnt nur mit Finger zu schlagen, und er beginnt zu schreien, als ob du ihn mit Messer stichst. Aber da schlägst man nicht so, sondern richtig. Aber nicht, dass man ihn verletzt, nein, das nicht. Sondern richtig, richtig geschlagen, sodass der Satan, wie in ihm da, auch bestraft wird. Ja? Habt ihr Angst? Und warum soll man Angst haben? Ein Muslim hat niemals Angst. Ein Mu'min hat niemals Angst, am Gegenteil. Damit ihr seht, dass der Islam uns keine Tür offen gelassen hat, wir kommen zu dem Schutz, inshallah ta'ala, und wie ein Mu'min total davon geschützt wird. Und hundertprozentig, von morgen bis abend und immer, inshallah ta'ala. Und ihr müsst wissen, wallahi, egal wie dieser Satan ist, auch wenn er Iblis ist, auch wenn er der Kopf wäre, wallahi, er kann nicht das aushalten, in einem Körper zu leben. Und der Besitzer von diesem Körper, was? Er betet und er erwähnt Allah und er liest Koran tags und nachts und er lobpreist Allah und er betet um Vergebung und er macht Hasanat. Er kann heute gedulden, Monat, zwei Monate, drei Monate, aber niemals kann er doch leben, weil er lebt, weil er im Feuer lebt. Kann er nicht. Das Problem, die Leute, die verzaubert werden, die werden schwach und sie lassen nach. Sie lassen nach. Und der Satan ernährt sich von den Sünden. Von deinem Unheil, was du machst. Deswegen wird die Wirkung von Zauber immer stärker. Manche sind verzaubert, sie können die Wirkung minder, nicht weglösen. Weglösen kann man mit einer bestimmten Weise machen. Dazu kommen wir auch in Schabbat. Auch ja, es gibt manchmal, dass er auch beim Gelesen in seinem Körper ein paar blaue Flecken bekommt. Nur so. Die kommen so, blaue Flecken. Das ist auch ein Zeichen dafür. Auch während der Ruqya-Zeit des Belesens, er sieht wie ein Blitz. Ab und zu kommt wie ein Blitz. Das ist auch ein praktisches Ergebnis, was sie gefunden haben, was man auch sieht. Und wichtig und auch ein anderes Zeichen, es kommt viel Spuck raus. Es kommt von dem Verzauberten viel Spuck raus, aber auch von der Nase, es läuft. Das ist auch ein Zeichen davon. Und das ist aber, wenn man jetzt im Kopf, der Zauber ist, liegt im Kopf oder im Nasenbereich, dann erscheinen diese Erscheinungen.
Auch, es gibt, das haben wir vorhin gesagt, dieses Faulheitsgefühl. Man ist immer faul. Man kann nicht sich richtig schön bewegen. Seine Gelenke sind so schwer. Seine Hände, alles ist so schwer. Man kann das nicht ertragen. So, wir kommen inshallah nächste Woche über noch ein paar Erscheinungen, inshallah ta'ala. Und wir werden auch darüber erzählen, wie erkennt man einen Sahir, einen Zauberer. Man geht, um belesen zu werden, man denkt, dass es ein guter Mann ist. Und dann auf einmal ist er ein Zauberer, ein schlimmer Mann. Wie erkennt man ihn? Man erkennt ihn mit vielen. Ich habe über 22 Zeichen gesammelt. Wie erkennt man einen Zauberer? Dass man sagt, geh nicht zu diesem Mann, er ist ein schlimmer Mensch. Und dann natürlich kommen wir zu dem Schutz gegen Zauber, wie man sich dann schützt.